Oma. Lecker, lecker. Okay, ich gebe zu, das war jetzt mehr so ein Schnellschuss, das sieht man ja auch. Aber wenn man sich da richtig Mühe gibt und das richtig gut kann, dann ist es heutzutage möglich, wirklich täuschend echte Deepfakes hinzulegen. Ich habe hier gleich einen Gast zugeschaltet, der das wirklich mehr und mehr perfektioniert. Er ist schon lange bekannt für satirische Fakes und er hat jetzt auch Deepfakes für sich entdeckt. Und prompt ist ihm da auch ein echter Coup gelungen, und zwar auch wiederum mit Robert Habeck. Denn der Fake, der war so gut offensichtlich, dass das Wirtschaftsministerium sogar einschreiten musste. Frau Maischberger, Sie betreten hier ganz, ganz dünnes Eis. Das verstehe ich jetzt nicht, Herr Habeck. Sie wissen, und zwar ganz genau, dass wir die Fragen vorher abgleichen. Und diese Frage war nicht in der E-Mail. Herr Habeck, mit Verlaub, ich glaube, es geht hier um etwas Größeres als darum, wie Sie hier wegkommen. Ja, das höre ich immer wieder. Du hast keine Ahnung, Robert. Du bist bloß ein Kinderbuchautor, Robert. Du redest wie ein Frosch, Robert. Herr Habeck. Ich werde Ihnen jetzt mal was sagen, Frau Maischberger. Ob hier ein paar Bäcker- oder Ramschhersteller pleite gehen, das ist also aus der größeren Perspektive völlig sekundär. Ja, Herr Habeck, aber was bedeutet das dann für unsere Gesamtwirtschaft? Unterbrechen Sie mich nicht. Ich bin noch nicht fertig. Snickling verwirrt die Zuschauer mit ziemlich echt aussehenden Fakes. So echt, dass Twitter einschritt und das Habeck-Video löschte. Da hatte offenbar das Wirtschaftsministerium seine Hände im Spiel, denn dort sah man sich zuvor genötigt, auf Twitter klarzustellen, dass dieser Clip natürlich ein Fake sei. Irgendwie lustig, aber auch besorgniserregend. Denn wenn die Parodie irgendwann vom Original nicht mehr zu unterscheiden ist, dann wird das dramatische Folgen in unser aller Wahrnehmung von Medien haben. Das geht hier alles den Bach runter. So, und dann begrüße ich jetzt den Mann, der hinter all diesen Gags und diesen Deepfake-Videos steckt, nämlich den Willi alias Snickling. Hallo, hallo. Grüß dich. Du hieß früher ja Snickers für Linkshänder. Warum ist das eigentlich geändert worden? Hat Snickers sich beschwert? Alles wird kürzer, TikTok-Videos sind nur noch 3 Sekunden, danach haben die Leute keine Geduld mehr, also musste der Name auch kürzer werden. Es hat sich so etabliert, die Leute haben mich irgendwann Snicky genannt oder Snickling. Und da der Künstlername jetzt auch mir nicht so nah lag mit dem Snickers, dachte ich, okay, Snickling ist okay. Gut. Ja, was wir jetzt gerade erlebt haben, ist ja wirklich spannend, nämlich dass ein Ministerium offensichtlich einschreiten muss gegen ein Witzvideo, das aus meiner Sicht eigentlich trotz aller Perfektion, die dahinter steckt, du hast das ja wirklich gut gemacht, trotzdem immer noch ersichtlich ist als ein Gag. Also wer einigermaßen intelligent ist, hat das ja gesehen. Trotzdem scheinst du ja, dass die Politik und Habeck und das Ministerium damit getriggert zu haben. Was ist da genau passiert? Erzähl mal die Geschichte. Ja, das ist gut mit dem Triggern. Ich finde, Bürger sollten ihre Politiker herausfordern und ab und zu auch triggern und denen was zu denken geben. Es ist eine neue Technologie, die ich und viele andere natürlich auch so seit einem Jahr ausprobieren, die relativ gut ist. Aber wie du sagst, die Täuschung ist natürlich erkennbar. Ich muss ehrlich zugeben, als jemand, der jetzt auch nicht das totale Chaos will, ich baue tatsächlich schon Imperfektion ein. Also manchmal habe ich die Gelegenheit, dass es besser wird, als es ist. Und ich möchte halt nicht nur verwirren, aber auch in naher Zukunft wird das alles viel, viel besser sein. Und wenn ich nah sage, meine ich wirklich die nächsten Monate, vielleicht das nächste Jahr. Das ist für mich als Künstler, ich habe immer schon mit Genres gespielt. Ich wollte immer schon die Realität morphen, remixen und habe das mit ganz primitiven Mitteln früher gemacht, wie viele auch, mit irgendwelchen komischen Linsen auf der Kamera oder wirklich ausgeschnitten, Photoshop, irgendwie die Illusion hinzubekommen, weil manche Messages dadurch einfach stärker werden. Und diese Tools, diese AI-Tools, die jetzt natürlich in aller Munde sind, die setzen einfach noch was drauf. Mhm. Genau, denn du hast ja eben auch sogar die Stimmen ja hinbekommen von Maischberger und von Habeck. Genauso gibt es von Markus Lanz und Olaf Scholz ein Video, das auch so in diese Richtung geht. Jetzt einfach mal technisch gefragt, wie macht man das? Gibt es da ganz einfache Software heutzutage oder? Was die Stimme angeht, da ist, glaube ich, der größte Durchbruch entstanden. Da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt UberDuck, es gibt Fake You, es gibt 11 Labs. Es gibt was für Sprache und insbesondere für Musik. Ich habe ja auch ein paar Musikspoofs gemacht. Also die DNA der Stimme ist im Prinzip auch nur binär und kann reproduziert werden. Aber die Algorithmen waren noch nicht so stark. Und das geht jetzt ziemlich gut. Früher brauchtest du vielleicht 5-6 Stunden,
Inputmaterial, damit du auch nur die Chance hattest, das zu reproduzieren. Inzwischen reichen 1 bis 2 Minuten. Und manche Stimmen sind immun, sagen wir dagegen. Jemand, der einen starken Akzent hat oder eine sehr eigenartige Art, sich zu kommunizieren, da geht das recht schwer. Aber jemand, der normal spricht, da ist es relativ einfach. Und da guckt man natürlich, wer lässt sich gut persiflieren. So wie auch Stimmenimitatoren gucken, okay, welche Stimme hat etwas, woran man sie erkennt und welche nicht. Und das ist einfach Learning by Doing. Während man lernt und tut, wird auch schon die Technologie jeden Tag besser. Also muss man immer abgleichen, welche Modelle gibt es, wer hat schon was gemacht, was muss ich selber entwickeln. Da ist viel Research and Development dabei, auf jeden Fall. Also Karl Lauterbach wäre zum Beispiel eine Herausforderung, oder? Also da habe ich auch schon was gemacht. Ja, ist nicht wirklich so schwer. Man kann alles persiflieren, nur bei einigen. Oder zum Beispiel, was die Gesichter angeht. Leute sollten sich einen Bart wachsen lassen und Sonnenbrillen tragen, weil Bärte und Sonnenbrillen sind sehr schwer zu deepfaken, aus irgendeinem Grund. Noch. Genau, noch. Wir erleben ja tatsächlich im Moment, dass das Ganze sich sehr schnell jetzt entwickelt, habe ich das Gefühl. Also manche sagen, oh, in ein paar Jahren wird das mal perfekt aussehen. Ich glaube, das wird in wenigen Monaten vielleicht schon soweit sein. Das ist jetzt gerade in großen Schritten geht das voran. Und dahinter steckt natürlich auch eine Gefahr, also bei allen Witzen, die man da jetzt macht, weil es muss ja nicht unbedingt nur auf der Gag-Ebene passieren. Es können ja auch tatsächlich Regime für sich nutzen. Es können natürlich auch Politiker, Parteien für sich nutzen oder wer auch immer. Oder Industrie. Wie siehst du das? Im Grunde ist das ja so eine Art Warnung, die du damit auch gibst mit deinen Videos. Bei allem Lachen, was man da mit verbindet, ist es ja auch, wenn man mal drüber nachdenkt, eine ernste Sache. Ich hoffe. Also ich möchte sensibilisieren. Ich möchte, dass Menschen, die sich das angucken, Wahrheit und Lüge in Frage stellen. Ich möchte Leute auf etwas vorbereiten, was kommt, wo das vielleicht nicht mehr möglich sein wird. Und natürlich will ich auch eine künstlerische Botschaft machen. Was die KI angeht, da gibt es 2 Gedanken, die wir einfließen lassen sollten in deine Frage. Erstens, was kann alles angestellt werden mit perfekten Deepfakes? Wenn man sich andere Technologien anguckt, Fernsehen, Telefon, Internet etc., dann war diese Technologie schon 20 bis 30 Jahre vorher in den Händen anderer, ich sag mal Regierung, Militär, vielleicht Medienapparaten. Also können wir nur spekulieren, was eigentlich schon existiert, von dem wir nicht glauben oder wissen, dass es gefälscht ist und welche komischen Tools wir Otto-Normalverbraucher haben, die eventuell noch nicht perfekt sind. Da muss man drüber nachdenken, da gibt es vielleicht keine eindeutige Antwort. Zweitens, diese kreativen Auswüchse mit Bild und Ton, das sind selbstverständlich nur Spielereien im Schatten der wirklichen KI. Und der Paradigmenwechsel, der kommen wird, wird sich höchstwahrscheinlich weit über dieses kreative Treiben hinauslehnen und im Prinzip alle Bereiche nicht nur berühren, sondern grundlegend verändern, die wir kennen. Also Gesundheitswesen, Bildung, Gesellschaft, Politik, Medizin, Wissenschaft und natürlich auch Kunst und Kultur. Das ist alles nur ein kleiner Vorgeschmack. Und wie du sagst, das bewegt sich mit Riesenschritten. Wir erleben das wirklich. Wir erleben das Tag für Tag, wie die Dinge sich verändern. Und es wird eine Geschwindigkeit annehmen, die wir noch nicht kennen. Der erste Punkt klang jetzt gerade ein bisschen verschwörerisch. Also du meinst, die Leute hinter den Kulissen, die Regierungen, die haben schon viel länger Deepfakes-Technologien. Und jetzt kriegen wir sie erst, oder wie? Wie meinst du das? Ich glaube, es ist untertrieben. Ich denke, man kann davon ausgehen. Wie gesagt, man muss sich einfach jede Technologie angucken. Es wird nicht einfach auf den Markt geworfen und jeder darf es benutzen, sondern manche Institutionen sind einfach weiter und benutzen das natürlich. Genau wie man bei Geheimdiensten sieht oder bei Militär, was da für Technik an Kameras zum Beispiel, an Waffensystemen, an Ortungssystemen lange vor unseren modernen Handys und so weiter da war. Ich glaube also, dass da so etwas existiert. Es gibt diverse Firmen, wo man denkt, dass die vielleicht auch schon eine reelle KI haben. Aber natürlich ist das alles im verschwörerischen Raum. Ich benutze da nur gesunden Menschenverstand. Ich glaube tatsächlich, dass viele Ereignisse auf der Welt in den letzten 10 bis 15 Jahren schon basieren auf sehr, sehr gut gefälschtem Material. Aber man muss eigentlich nur nach Hollywood gucken, gar nicht zum Militär. Man muss einfach nur dahin gucken, was lässt sich mit ein paar 100 Millionen Dollar an Illusionen schaffen. Das sehen wir jeden Tag bei Avengers-Filmen, wo die komplette Realität einfach nur umgestülpt wird und alles digital hergestellt wird. Das heißt,
Deepfake, sagen wir, eigentlich ist es eine Hollywood-Produktion und die gibt's ja, das wissen wir. Mhm. Aber ein konkretes Beispiel wüsstest du jetzt nicht, das ist einfach nur so ein Gefühl oder? Es ist ein Gefühl und es gibt einige Sachen, wo ich so meine Zweifel habe, ob die echt sind, würde ich jetzt lieber nicht drauf eingehen, aber wichtig ist, dass wir nicht alles, was wir mit unseren Sinnen erfahren, und das haben wir hunderttausende Jahre als Menschen gemacht, es war immer wichtig, den Sinnen zu vertrauen, dass wir das leider in Frage stellen müssen, weil Auge, Ohr, auch Gehirn, Nase und Gefühl sind zu überlisten, sind auszutricksen und wahrscheinlich muss man sich auf irgendwas anderes verlassen, irgend so eine Intuition, irgend so ein Erfahrungswert. Und man muss sich einfach eingestehen, wir sind als Menschen da nicht, überhaupt nicht gewappnet gegen irgendwelche Täuschungen und auch positive Täuschungen. Mhm. Das müssen wir alles in Frage stellen. Mhm. Ja, wenn man auf Twitter dir folgt, und das tue ich, und von dir Tweets liest, da sind ja manchmal auch Sachen, wo ich jetzt mich so frage, meint er das jetzt ernst oder ist das echt auch ein Witz? Also zum Beispiel, du sprichst von Impfwahn, gesteuertem Genozid, hast du einmal geschrieben, wo ich dachte so, hoha. Ist das auch, wo stehst du politisch? Was bist du für ein Mensch? Das würde mich mal interessieren, weil man denkt immer so, ist er jetzt so ein Querdenker-Typ oder ist er so ein Verschwörer-Typ oder? Von allem ein bisschen, wahrscheinlich auch irgendwo ein normaler Typ, vielleicht auch ein bisschen bürgerlich, vielleicht auch ein bisschen extrem. Ich bin vor allem Künstler. Politischen Ideologien, die sind für mich immer unperfekt, weil da sehr viel irgendwie rausfällt von dem, was mir wichtig ist. Aber fest steht, ich habe auf jeden Fall ein Riecher, ein Gefühl für Bullshit. Meine Eltern sind in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen und als Kind von sozusagen nicht nur Immigranten, sondern Menschen, die unter einem System gelitten haben und zwar wirklich heftig gelitten bis hin zum Tod von vielen meiner Familienangehörigen in Gulags. Da musste man, um zu überleben in diesem Wahnsinn aus Lügen und Unterdrückung und Entmenschlichung, da musste man so ein Gefühl dafür entwickeln. Was kann ich sagen, was nicht? Was meinen die? Viele Leute aus der DDR kennen das, viele auch aus anderen Regimen. Ich glaube tatsächlich, gerade auch in der Corona-Zeit, dass sehr viele Leute, die so einen Background haben oder so ein Grundgefühl haben, dass die eher kritisch waren, weil es zu viele unlogische Dinge gab in diesem ganzen Narrativ. Und da ging es gar nicht unbedingt um Querdenker, ja, nein. Es ging darum, dass viele Sachen einfach, die solltest du einfach schlucken. Und das macht ja was mit einem Menschen. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig und habe auch keine Angst, das inzwischen öffentlich zu sagen. Und natürlich spielt das wieder auch in diese ganze Deepfake-Schiene. Mein künstlerischer Anspruch ist ja nicht nur zu schocken. Ich möchte eine Version zeigen von der Realität, wie sie eventuell existieren könnte. Was wäre, wenn jemand mal 100% ehrlich ist? Wird nie passieren im Fernsehen. Aber wie wäre es, wenn jemand mal Fehler eingesteht oder seine Ideologie ändert oder etwas sagt, was unerwartet ist? Das ist das Schöne an Deepfakes für mich. Mhm. Naja, man kann ja als Künstler, der solche Videos erstellt, auch vielleicht einfach mit seiner eigenen Meinung hinterm Berg halten. Aber das wäre dann für dich auch nicht richtig. Also du willst schon auch... Das ist vorbei. Das konnte man früher machen. Ich war früher auch sehr gern unpolitisch und das hat mich alles überhaupt nicht gejuckt. Und ich habe gesagt, ich mache einfach mein Ding. Aber heutzutage ist alles politisch. Wenn du jemanden begrüßt, ist es politisch. Wenn du dir Essen bestellst in der Kantine, ist es politisch. Und wenn du dein Auto aus der Garage fährst, ist es politisch. Das heißt, entweder man gibt sich die Kante und liegt rum besäuft sich und alles ist gut, oder du musst dich mit der Realität auseinandersetzen. Man kann sich nicht mehr, ja leider, man kann nicht einfach mehr nur Sachen andeuten. Ich finde, wir müssen Sachen auch aussprechen. Mhm. Ja, ich frage auch deshalb, weil du hast ja auch bei Sinans Woche ein Interview gegeben vor kurzem auf YouTube und da habe ich gesehen, dass der Sinan auch auf Twitter von einigen deswegen angegriffen wurde. Wie kann man denn den interviewen? Gut, ich bin da jetzt auch, das interessiert mich natürlich auch nicht. Ich finde dich total spannend und total kreativ und ich freue mich, dass wir heute das Gespräch führen. Aber wäre es für dich nicht vielleicht, was die Botschaft angeht, einfacher, wenn du dich nicht mit bestimmten gesellschaftlichen Gruppen aus dem eher politischen linken Bereich anlegst, sondern indem du es sozusagen alle versuchst irgendwie zu erreichen? Selbstverständlich wäre es einfacher, aber das wäre unauthentisch. Und es ist auch nicht so, dass ich, wenn ein Linker dieses Wort, das stimmt gar nicht mehr, wir reden hier von Leuten, die teilweise gar nicht mehr die linke Ideologie haben, sondern ganz andere Züge. Wenn jemand, der mir nicht auf dem politischen Spektrum gleichgesinnt ist,
was Gutes, was Ehrliches, was Profundes sagt. Gibt es profund auf Deutsch? Profound? Ja, gibt es, ja. Was mit Wert, ja? Was gut ist, dann muss man das völlig unabhängig von der politischen Richtung akzeptieren und respektieren. Und das tue ich auch. Leider sehe ich in letzter Zeit, dass viele auf einer Seite sehr geblendet sind, eigentlich auf beiden Seiten. Und dass am Ende des Tages eben steht, was haben diese Menschen für Werte? Was haben sie für eine Weltsicht? Und da ist es einfach so, das hätte ich früher auch nie gedacht, aber ich kann mich nicht mehr einfach nur auf links oder rechts stellen. Man muss die eigene Wahrheit einfach aussprechen. Und wenn das Rechte erreicht, ist das gut. Wenn das Linke erreicht, ist das gut. Und wenn es unpolitisch erreicht, ist es noch besser. Aber wenn man jetzt, weil du auch Sinan gesagt hast, wenn man bei jedem Wort drauf guckt, wen du erreichst und wie man es dir übel nehmen kann, dann ist man als Künstler verloren. Serdar Somuncu hat ja gerade seine Bühnenkarriere beendet. Mal sehen, ich glaube schon, dass er irgendwann zurückkommt. Und er hat das ganz gut erklärt. Er hat gesagt, ich habe keinen Bock mehr, mich für jeden Bullshit rechtfertigen zu müssen. Und da hat er absolut recht. Und ich habe auch aufgehört damit. Das heißt, wenn Leute mich canceln wollen, sollen sie es tun. Wenn Leute mich hassen wollen, sollen sie es tun. Sobald es einem egal ist, ob die Leute einen mögen oder nicht, ist man im Prinzip frei. Und dieses Gefühl ist mir wichtiger, als dass ich irgendwo gefeiert werde von irgendwelchen Sendern oder Menschen oder Gruppen. Ja. Und die Deepfakes, die du machst, die machst du ja auch nicht einfach nur aus Boshaftigkeit, sondern weil da natürlich eine Botschaft mit drin steckt. Also bei Habeck zum Beispiel... Botschaftigkeit. Also bei Habeck zum Beispiel steckte ja mit drin, dass er... So hätte das Gespräch sozusagen hinter den Kulissen ablaufen können, wenn die Kamera nicht dabei gewesen wäre oder so. Das ist, so habe ich es zumindest verstanden. Also du würdest jetzt nicht irgendwelche bösen Videos machen, wo du einfach dem... Habeck, Pädophilie unterstellst oder irgend so ein Quatsch, sondern... Es gibt einen Kodex. Es gibt einen Kodex und dieser Kodex sagt, erstens, lass schwächere und vor allem unöffentliche Menschen aus dieser ganzen Sache. Das ist unethisch, das haben die nicht verdient. Diese Stefan-Raab-Nummern, wo früher Leute bloßgestellt wurden auf der Straße, der weiß nicht, wo Köln liegt, ist also, finde ich, niveaulos. Ja. Obwohl er auch ab und zu witzig war. Das heißt, öffentliche Personen sind irgendwann einen Vertrag eingegangen mit der Öffentlichkeit. Das heißt, ich bin hier, ich habe eine gewisse Position und ich muss hinterfragt werden. Ich muss auch persifliert werden. Jetzt, es muss nicht böse sein. Es geht wirklich um eine Horizonterweiterung. Was könnte da passieren? Und ich versuche wirklich darauf zu achten, über der Gürtellinie zu bleiben. Bei manchen Personen ist es schwer. Ich werde nicht nur ein Lager oder eine Gruppe von Menschen damit behandeln, darum geht es gar nicht. Es geht einfach wirklich um Lügen, um Betrug, um Täuschung. Und ich versuche, die Täuschung mit einer neuen Täuschung zur Wahrheit zu biegen. Auch wenn das für manche komisch klingen mag, aber das ist mein Ansatz. Du hast ja auch nicht nur politische Dinge gemacht, du machst ja auch viele Sachen, die einfach nur lustig sind. Also diese ganzen Timelife-Fake-Werbungen zum Beispiel, so bin ich und andere wahrscheinlich auch überhaupt auf dich aufmerksam geworden. Mit denen bist du ja im Grunde bekannt geworden. Das war ja wirklich, also man merkt, du hast ja auch eine sehr musikalische Ader offensichtlich und bist da sehr talentiert. Was steckt dahinter? Also wie bist du überhaupt angefangen mit dem Ganzen? Wie ging das los? Ich habe als Kind, Jugendlicher war ich einfach fasziniert von allem, was Poesie und Popkultur angeht und Musik und Hip-Hop und habe mich gefragt, also ich habe da, das war mir noch nicht bewusst. Bewusst habe ich das vor circa 15 Jahren entschieden, dass ich Autor bin, habe ein paar Bücher geschrieben, so Kurzgeschichten und habe dann gemerkt, okay, das fühlt sich gut an. Erstens bin ich selbstständig, zweitens kann ich hier Dinge ausleben, die woanders nicht gehen und dann führte eins zum anderen. Ich hatte so eine trashige Online-Late-Show, auch noch lange, glaube ich, vor deinem selbstständigen Fernsehformat, was ja super cool ist eigentlich, dass man sich auch ein bisschen unabhängig macht. Hier in Berlin, wo alle möglichen Leute waren, Bücher geschrieben, Events gemacht. Dann hatte ich mal eine Cartoon-Serie, die auf ZDF Neo lief. Wir haben das TV-Lab gewonnen damals. Und dann war es eine Zeichentrickserie, da war auch Jan Böhmermann unter anderem drin und alle möglichen Leute. Es ging dann immer so weiter und irgendwann... Ich glaube, tatsächlich als kreative Antwort auf diese ganze Flüchtlingskrise 2015, das musste irgendwie verarbeitet werden damals. Und da sind diese ersten Timelife-Dinger entstanden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe gar keinen Bock, mich irgendwie politisch dazu zu äußern. Ich werde das Thema einfach in Grund und Boden persiflieren. Alle Seiten, alle Ansichten.
Und das hat dann irgendwie nicht mehr aufgehört. Inzwischen gibt es 30, 40 Folgen. Das hat ein Cult-Following. Aber das war für mich auch einfach nur ein künstlerischer Zyklus. Das ist auch irgendwann vorbei. Ich mache das natürlich ab und zu. Mit neuen Mitteln, mit auch einer neuen Gesellschaft, die immer krasser wird, immer extremer, immer seltsamer, also auch die Welt, kommen auch, finde ich, neue künstlerische Wege, neue Kapitel und auch neue Technologien, wie man sieht. Und gerade jetzt bin ich einfach in diesem KI-Hype. Vielleicht mache ich in 2 Monaten wieder was völlig anderes. Mhm. Spannend finde ich aber auch, dass selbst diejenigen, die dir folgen und deine Fans sind, manchmal nicht ganz sicher sind, ob das jetzt wahr oder ob es nicht wahr ist. Du hast auf Twitter ein Video von Gil Ofarim veröffentlicht vor einiger Zeit, wo er also zugibt, also in dem Fake-Video wohlgemerkt, dass das jetzt gar nicht stimmte mit dem Judenstern, sondern dass das ja eigentlich seine Stirn war, die geglänzt hat. Mhm. Und da haben Leute drunter kommentiert, wie, das gibt's ja gar nicht, jetzt will er sich rausreden, der Gil, was erzählt er uns denn hier? Also ist das nicht denn auch ein bisschen beängstigend, dass sogar die Leute, die dich kennen und wissen, dass du natürlich solche Witzvideos machst, in dem Moment gar nicht kapieren, dass das natürlich ein Fake ist? Nee, beängstigend ist das nicht. Das ist einfach, die Chance ist da und es ist auch darauf angelegt, dass ein gewisser Prozentsatz getäuscht wird, weil es Teil des Kunstwerkes ist. Die Reaktion ist 50% dieses Kunstwerks. Da werden jetzt andere Leute sagen, das ist keine Kunst, das ist Schmarrn und der will nur Leute verarschen. Aber wie gesagt, der Künstler definiert, was für ihn wichtig ist. Wie gesagt, da sind tausende Leute. Ich bin ja jetzt nicht der Überstar, aber wir haben ja beide tausende Leute, mit denen man irgendwie in Verbindung ist. Da kannst du kannst dich nicht so sehr drauf festlegen, was das Publikum jetzt denkt oder nicht. Du folgst deiner inneren Stimme, du folgst deiner Passion. Manchmal überschreitest du auch Grenzen, bewusst. Manchmal bereust du es auch, hoffentlich nicht zu lange. Ich glaube, am Ende sehen Leute, was sie sehen wollen. Ich glaube, Leute wollen ihre eigene Wahrheit bestätigt haben. Und manchmal sehen sie dann nicht, wie das gemacht wird. Und das passiert aber eben, dafür braucht man keine Deepfakes. Das passiert bei den Medien, das passiert in der Politik, das passiert in unserem Alltag, mit Freunden, mit Kollegen, in der Ehe, mit den Kindern. Ja, jeder hat irgendeine Agenda und am besten man hat irgendwas Verbindendes, so wie Liebe, was das alles so ein bisschen auflöst. Ansonsten ist da viel Frust, Täuschung, Lügen und dafür brauchen wir die Deepfakes gar nicht. Also so gut Deepfaken wie ein Mensch, der dir ins Gesicht lügt, so weit sind wir noch nicht. Ja? Und das hängt für mich alles zusammen. Also wenn jemand darin was sieht, was nicht echt ist, dann ist das auch Teil der Realität, weil ich mache so ein Video ja nicht ohne Grund. Ich werde ja nicht jemand, mit dem ich Mitleid habe, dem ich glaube, irgendwie verarschen. Das wäre ja irgendwie sehr, sehr arm. Im Fall Gil Ofarim glaube ich anhand der Tatsachen, dass man, ohne dass ich jetzt mit irgendjemand vom Gericht Ärger kriege, schon sagen kann, okay, irgendwas an der Geschichte war, glaube ich, nicht ganz hundertprozentig korrekt, sagen wir so. Mhm. Ist es denn für dich persönlich ein Triumph, wenn du denn auch in den Medien stattfindest? Wir haben vor ein paar Monaten diese Geschichte gehabt mit dem Playmobil-Set über die Klimakleber. Das habe ich auch hier in der Mediatheke zum Thema gemacht, weil Katja Burkhardt in Punkt 12 sich gemüßigt fühlte oder die Redaktion sich gemüßigt fühlte, bei Playmobil nachzufragen, ob es dieses Set wirklich gibt. Das Motiv war unklar, ja. Ja, das Motiv war unklar, genau. Mhm. Ja, was geht in dem Moment in dir vor? Denkst du so, das ist ja völlig absurd oder ist das vielleicht guter Journalismus, einfach das Ganze auch wirklich, auch wenn es noch so absurd ist, wenigstens trotzdem zu hinterfragen? Ich muss da ehrlich sein, ohne, ich hoffe, das kommt nicht arrogant rüber, aber inzwischen ist es nicht mehr so was Besonderes, weil ich verstanden habe, also es ist immer so, es ist ein gewisser Ritterschlag als YouTuber oder als Online-Mensch, wenn die Sache dann in die Erwachsenenwelt durchdringt, ja, dass dann irgendwie Politiker oder Fernsehmoderatoren, ich war jetzt mit 2 Deepfakes bei Markus Lanz, da sitzt dann irgendwie der ehemalige Innenminister de Maizière und sagt was zum Deepfake und ich denke mir so, mein Gott, das habe ich irgendwie kurz nach dem Frühstück irgendwie mal so hingewürfelt und jetzt reden irgendwelche erwachsenen Leute darüber. Es ist komisch, aber es ist auch jetzt nicht mehr so, ich bin im Fernsehen, weil das Fernsehen ist für mich völlig irrelevant geworden. Also da sind Leute, die irgendwie, also das hat man bei Katja Burkhardt gesehen, die anscheinend nicht die Meme-Kultur versteht, aber irgendwie auf einem großen Medium arbeitet und Millionen von Leuten erreicht und sich fragt, was das Motiv hinter diesem Playmobil-Set ist. Ich meine, es ist Internethumor, es ist ein Zitat auf die Gesellschaft, es ist ein Meme. Und das entlarvt sie natürlich, ohne großartig, bösartig sie zu entlarven. Aber es zeigt natürlich, mit was für Leuten wir zu tun haben. Also ab und zu gibt es da wirkliche Dilettanten. Hm.
Oder es ging nur darum, vielleicht einfach nur diesen Gag unbedingt zu zeigen. Und da muss man es aber irgendwie journalistisch so verpacken, dass es auch einen Sinn hat, es zu zeigen. Das, was es für sie zur Story gemacht hat, anscheinend, weil das irgendjemand es auf eBay gepackt hat, ich weiß nicht. Und dass praktisch Leute das kaufen wollten. Und dann, da war dann die Nachricht. Allein das Meme, da haben die immer so eine gewisse Scheu, Internet und Mainstream zu vermischen. Das wollen die nicht. Aber plötzlich war es bei eBay. Und eBay ist sozusagen ein Teil der erwachsenen Welt. Ich sage das mal bewusst fürs innere Kind. Mhm. Und dann war es eine Story. Jemand verkauft Spielzeuge, die es nicht gibt. Was ist das Motiv dahinter? Aber es ist ein Joke. Ich bin irgendwo auch ein Troll. Ich mag ein bisschen Chaos schaffen ab und zu, Leute verwirren, aber nicht böse, sondern irgendwie einfach ein bisschen Action. So aus dieser grauen Suppe, wo alle ihre Wege laufen, einfach mal so ein bisschen Spannung und Abenteuer reinzubringen. Und das gelingt mir ab und zu, manchmal besser, manchmal schlechter, ja. Ja. Mein lieber Willi, also, es hat mich sehr gefreut. Deine kreativen Sachen finde ich wirklich toll und was du da musikalisch machst und diese Videos, ich habe immer große Freude daran. Und du bist meinungsstark, du bist provokativ, auch das brauchen wir heutzutage. Man muss ja nicht immer politisch einer Meinung sein, aber man muss ja die Kreativität und das Einfallsreichtum auf jeden Fall anerkennen. Und dann kommen wir auch miteinander weiter. Wer das Unzensierte und wirklich die absolute Mega-Ladung Snickling will, besorgt sich die neue Willi auf snickling.de. Nicht im Handel. Ja, diese Zeitschrift gibt es wirklich? Ja, das ist mein Versuch. Ich muss da Parallelen zu dir feststellen, weil ich fand es immer sehr respektabel, wie du Vorreiter bist für eine Art unabhängige Medienplattform. Ich habe das auch mehrmals probiert und habe jetzt gemerkt, ich muss zurück zu den Basics. Ich muss das auf Papier drucken, weil ich bin mir sicher, lange lassen sie mich hier nicht mehr auf dem Niveau rumspielen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ich muss trotzdem mit den Leuten in Kontakt bleiben. Ich weiß auch, nicht jeder will Geld ausgeben, aber ich möchte, dass meine Fans mich unterstützen und gleichzeitig etwas von mir in die Hand bekommen, aus Papier. Da sind QR-Codes zu geheimen Videos, die man sonst nicht findet. Da ist dann irgendwie ein Starschnitt von mir oder irgendwelche Songs, die man nur, also das geht auf Papier und es ist für mich ein Experiment, das ist für mich wirklich ein Kunstexperiment. Ich mache das jetzt ein Jahr, guck, wie es läuft, wie das Interesse ist. Ich habe unheimlich Bock drauf und die Willi ist echt. Gut. Und das Blackout Lives Matter T-Shirt war auch von dir, ne? Das im Shop, ne? Ja, klar, ja, genau. Das sind alle von mir. Das habe ich mir bestellt damals. Echt, ja? Cool. Hab's auch schon getragen, den betreuten gucken irgendwann mal. Ja, geil. Ja, super. Also ab und zu mache ich auch Merch, aber es muss auch weiterhin Kunst sein. Es darf nicht irgendein Schrott sein. Ja, klar. Es muss von mir sein. Na, du weißt ja, wie es ist. The struggle is real. So ist das, genau. Gut, also ich wünsche weiterhin viel Erfolg, bin gespannt, was da noch so kommt. Und wenn der Punkt erreicht ist, dass wir die Realität nicht mehr vom Fake unterscheiden können, dann müssen wir uns alle überlegen, wie wir damit umgehen. So ist das. Ist so. Mach's gut. Have fun. Danke fürs Gespräch, Holger. Dir auch viel Glück noch, ja? Danke, tschüss. Die Mediatheke, jeden Samstag neu auf Massengeschmack TV und es gibt dort noch viele weitere Beiträge, die gar nicht auf YouTube erscheinen. Also es lohnt sich, ein Abo bei uns abzuschließen. Jetzt einfach mal 14 Tage kostenlos testen.